Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Der Worlds Patch ist da und der hat es sowas von in sich. Schneide dich also an und lehn dich zurück. Laut Riot Froxon ist dieser Patch diesmal der Zitat Final Patch Before Worlds, daher hat man diesmal noch mehr durchgedreht, als man das eh schon in den letzten Wochen getan hat. Die Matchmaking Improvements, die eigentlich schon mit dem 14-16er Patch auf den Livesrun sein sollten, kommen nun wirklich mit diesem Patch. Drei Dinge sollen damit gefixt werden, Teams sollen nun in etwa gleich viele Secondary- bzw. Off-Roll-Spieler haben, außerdem sollen große AP-Unterschiede zwischen einzelnen Spielern in einem Team auch behoben sein und zu guter Letzt soll die Blue-Side-Red-Side-Problematik insbesondere im High-Elo-Bereich nun endlich gefixt sein. Bei den Leaving-Penalties gab es einen Bug, daher werden Leaver nun wirklich so bestraft, wie es eigentlich schon die ganze Zeit sein sollte. Damit soll es laut Riot jede Woche ca. 200.000 zusätzliche Penalties geben. Um Stream-Sniping zu verhindern, gibt es nun ab diesem Patch in der NA deutlich härtere Strafen für Spieler, die Qs ablehnen. Das Ganze eskaliert sich nun von Q-Lockouts bis hin zu Überbans. In allen anderen Regionen der Welt kommen diese Changes aber erst mit Patch 14.18. Auf allen Servern sind nun 3 Wins in Quick Play, Draft oder Blind Pick nötig, um nach einer Ranked Restriction wieder spielen zu können. Bisher waren diese Changes nur auf dem koreanischen Server aktiv. Springen wir damit zu den Champion Buffs. Caitlyn's W Cooldown geht von 30 bis 12 Sekunden Scaling auf 26 bis 10 Sekunden Scaling nach unten und auch ihr Attack Speed Ratio wird um 0,16 gebufft. Graves Q Cooldown geht von 13 bis 7 Sekunden auf 13 bis 6 Sekunden nach unten. Dazu geht der Q Initial Damage von 45 bis 105 auf 45 bis 125 nach oben und auch der maximale Damage geht von 130 bis 330 auf 130 bis 350 in die Höhe. Kindred kriegt mehr als ordentliche Buffs. Der Q-Attack-Speed geht von 30 auf 35% nach oben. Dazu bekommt sie auf den späteren E-Rängen deutlich mehr Base-Damage und aus 80 bis 160 werden 80 bis 200 Damage. Und da das offensichtlich noch nicht reicht, geht auch das Bonus-AD-Ratio des E um 20% nach oben. Zu guter Letzt geht der E-Cooldown von 14 bis 10 Sekunden auf 14 bis 8 Sekunden nach unten. Lissandra bekommt mehr Base-Damage auf den späteren Rängen des Q. Aus 80 bis 200 Base-Damage werden 80 bis 220 und die Ults loot nun auf den ersten beiden Rängen um zusätzliche 15%. Ryze muss in einem Worlds-Patch natürlich auch gebufft werden. Er bekommt auf jedem Q-Level 5 zusätzliche Base-Damage und der Ult-Cooldown geht auf einen Ring nach unten. Aus 210 bis 150 Sekunden werden 180 bis 140 Sekunden. Twisted Fate bekommt lediglich etwas mehr Base-Damage auf dem Q. Aus 60 bis 220 Damage werden 60 bis 240 Damage. Varus bekommt auf jeden Fall die beklopptesten Buffs. Sein Q-Base-Damage geht von 15 bis 235 auf 90 bis 370 nach oben. Allerdings werden aus 1,25 bis 1,45 Total AD nun 1,5 bis 1,9 Bonus AD Scaling. Außer bei Tanks ist das Ganze aber ein ordentlicher Buff. Dazu geht auch noch das Bonus AD Ratio des E von 90 auf 110% nach oben. Bei den Champion Nerfs muss zunächst Aurora leiden. Sie verliert auf jedem Rang der Ult Base Damage. Aus 200 bis 450 Damage werden 175 bis 375 Damage. Ashe ist seit langem extrem stark, daher verliert sie nun kurz und knapp 30 Base HP. Ezreal bekommt auch nochmal einen Nerf, diesmal muss er sich von 2 Base AD verabschieden. Katarina hat nach ihren letzten Buffs einen brutalen Winrate-Zuwachs gehabt, daher geht nun der Q Base Damage auf den späteren Rängen nach unten. Aus 80 bis 240 Damage werden 80 bis 220 Damage, dazu verliert sie auch noch 5% AP Ratio. Cannon muss lediglich 10% AP Ratio auf seinem Q einbüßen. LeBlanc verliert auf ihrem Q und W 5% AP Ratio, beim Q sind es nun 40% und auf dem W sind es nun 70%. Pyke bekommt einen kleinen Base-Stat-Nerf, aus 47 Base-Armor werden 43 Base-Armor. Rumble ist im Pro-Play der vermutlich beste Top-Laner, daher verliert er nun 1% Max-HP-Damage auf seiner Passiven, aus 6% Max-HP-Damage werden nun also 5. Senna war nach den letzten Enchanter-AP-Waffs sowas von Delulu broken, daher geht nun der Q-Base-Heal von 40 bis 120 auf 40 bis 100 nach unten und das Q-AP-Ratio wird von 80 auf 60% genervt. Ihr Ult-Shield-AP-Ratio geht von 70% auf 50% in den Boden. Seraphine flog lange unter dem Radar. Ihr Base-W-Shield geht nun von 60 bis 160 auf 60 bis 140 Shield nach unten
und aus 22 bis 18 Sekunden Cooldown werden nun 22 Sekunden Cooldown Flat. Silas Buff und Nerf Karussell geht weiter, diesmal muss er 10% AP Ratio auf dem W-Damage einbüßen, aus 70% AP Ratio werden nun 60%. Bei den Item-Nerfs kriegt Warmox endlich mal einen Nerf, der nicht nur homöopathisch ist, das Item wird 200 Gold teurer und der Movement Speed wird einfach mal von 10% auf 5% genervt. Celestial Opposition Slow wird gleich doppelt genervt, aus 60% für 2 Sekunden werden nun 50% für 1,5 Sekunden. Bei den Runen gibt es nur Nerfs. Absorb Life wird einfach mal komplett in den Tod genervt, außer auf Level 18 habt ihr nun wirklich auf jedem Rang deutlich schlechteres Healing. Auf den Leveln 1 bis 5 hattet ihr vorher 1 bis 5 Healing, nun sind es 1 bis 2, auf den Leveln 6 bis 10 waren es zuvor 6 bis 11, nun sind es 3 bis 7. Und auf den Leveln 11 bis 18 waren es zuvor 12 bis 23 Healing, nun sind es dort 9 bis 23 Healing. Cutdowns komplett absurder Buff in Patch 14.11 wird reverted. Die Rune macht nun erst wieder Done Damage, wenn Gegner mindestens 60% Leben anstatt 50% Leben haben. Zu guter Letzt wird auch Fleet Footwork noch einmal genervt. Aus 5 bis 120 Healing werden 5 bis 100 Healing. Und aus 20% Movement Speed für 1,25 Sekunden werden nun 15% Movement Speed für 1 Sekunde. Das war's für diesen Rift Report. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es wirklich super, wenn ihr uns mit einem Abo oder Like unterstützt. Nicht vergessen, auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es zusätzlich mehrfach wöchentlich weitere League of Legends Videos und unsere maximal 60 Sekunden langen Mini-Patch-Rundowns.